Hallo und willkommen zu einer neuen kleinen Ausgabe, wo ich euch mal einmal ein Spiel vorstelle. Rempressur, wenn ich das richtig, Rempressur, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Das habe ich nur durch Zufall tatsächlich entdeckt und wollte mal gucken, was das ist. Das hat tatsächlich so mit XCOM so ein bisschen Ähnlichkeiten, was drohnenbasiert angeht halt. Und dementsprechend ich muss mein M loswerden. So. Dementsprechend schauen wir uns das Ganze gleich mal genauer an. Das M muss ich loswerden. Erinnert mich dran. Schreibt das in den Kommentaren, das M muss ich loswerden. So. Und ich habe schon das Spiel tatsächlich schon gestartet. Das heißt dementsprechend, ich habe das Intro schon gesehen und habe die Einführungsquest auch schon gemacht. Dementsprechend bin ich jetzt in der Übersicht der Karte, was ich gleich zeige. Also seid gespannt dementsprechend, was so auch beim Spiel so auf euch zukommt. So, und dann starten wir dementsprechend. Ich werde auch nicht schneiden, deshalb habe ich also das Intro zum Beispiel ist direkt über mein Aufnahmeprogramm gestartet, weil immer das Intro reinzuschneiden und das dann mit Videobearbeitungsprogramm zu bearbeiten, ist auch immer ein bisschen sehr langwierig. So. Also das ist die besagte Karte, die ich eben gerade erwähnt habe. Aktuell nur zurzeit PvE-Missionen, weil ich bin am Anfang des Ganzen. Und soll ja dementsprechend ja auch PvP dann ja auch sein. So, mir tut es jetzt schon leid, dass dieses Piepen, Piepen, das kriege ich nicht leiser, warum auch immer. Etwas bei mir, wenn ich das per Headset höre, in den Ohren kreischt. Ich kriege das halt nur nicht leiser. Da fehlt irgendwie die Einstellung für. Es gibt Ingame-Einstellungen irgendwie, aber nicht nicht so ganz richtig. Also es sind wenig Einstellungen. Ne? Sprache German. Da wird der Text dementsprechend komplett in Deutsch wenigstens angezeigt. Qualität hoch. Ach, siehst du? Ha, ich habe noch nicht gemacht sehr hoch. Das sollte für meinen PC weniger das Problem sein. Ich wusste gar nicht, dass es da noch eine Stufe höher gibt. Effektlautstärke, Umgebungslautstärke. Ich habe hier Musiklautstärke. Musik habe ich mal runtergenommen. Untertitel gibt es noch nichts. Da haben wir dementsprechend 1, 2, 3, 4 Missionen. Es gibt Tagesaufgaben. Das sind die mit den Sternchen. Und Säuberung von Ortschaft. Und das ist im Endeffekt tatsächlich die Storyline, wenn man so will. Da ist man jetzt im Kapitel 2. Kapitel 1 war im Endeffekt die Einführung gewesen nach dem Intro. Das ging auch sofort los nach dem Intro. Ich konnte noch nicht mal umstellen auf Deutsch. Erst im Spiel habe ich dann Escape gedrückt und dann auf Deutsch umgestellt. Dann wurden die Sprechblasen auch entsprechend auf Deutsch. Allerdings, dazu komme ich später. Sieht man nur die Sprechblasen, wenn man auch bei der Person gerade die Kamera hat. So, hier ist die Gruppe. Ich vermeide jetzt dieses, wobei das geht noch von der Lautstärke. Ich sehe das in meinem Aufnahmeprogramm. Das da unten bin ich, so wie es aussieht. Hier bin ich nicht. Der da. So sehe ich jedenfalls aus. Aber bin ich eigentlich nicht. Aber egal. So. Wir haben drei Stürmer. Eine schwere Infanterie.
und einen Scharfschützen dabei. Dann kann man dementsprechend unter Waffenarsenal sich dann schauen, was man für Waffen hat. Die kann man verkaufen und bessere kaufen. Interessanterweise, man hat schon von vornherein knapp 18.000 an Dollar. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das eben halt noch nicht ganz vollendet ist, soweit ich das weiß mit dem Spiel. Das ist alles noch. Ja, eigentlich nicht. Eine offene Beta kann man es ja nicht mehr so nennen. Ich glaube, das wird so nicht mehr als offene Beta bezeichnet, glaube ich. Da habe ich das nicht genau nachgeguckt. So, hier ist das Geschäft. Also hier kann man dementsprechend kaufen. Seine Rüstung, Waffen. Verbandskasten habe ich dementsprechend auch schon gekauft. Jetzt habe ich ein bisschen weniger. Ich glaube, ich habe 18.000 vorher drauf gehabt. Allianz in Progress, also dementsprechend, wie schon sagte, das Spiel ist noch nicht ganz fertig. Da kommt noch sicherlich noch einiges. Dann gibt es ein Rating. Sie müssen bei Story-Missionen vorankommen, um ein Ranking des Syndikat teilnehmen zu können. Das heißt, im Endeffekt ist das hier, glaube ich, der PvP-Teil dann auch. Also nicht nur, sondern auch unter Operationen findet man sicherlich dann auch auf der Karte dann PvP-Kämpfe. So, also wenn ihr dementsprechend mehr sehen wollt, dann auch später, im späteren Verlauf des Spiels oder so, dann gerne mal Like oder einen Comment dann rein, Fragen dazu gerne auch. Dann schreibt dann dementsprechend einfach mal rein in den Comments, ob ihr da noch ein bisschen mehr sehen wollt oder ob ihr das schon selbst mal gespielt habt, angetestet habt, geguckt habt. Das kann man kostenlos entsprechend runterladen. Den Link werde ich euch geben, weil aufs werde ich unten in der Videobeschreibung euch verlinken. Hintergrund ist Steam ist das noch nicht veröffentlicht. Das Spiel ist unter Steam tatsächlich aufrufbar, aber es ist noch nicht bei Steam veröffentlicht. Wir gehen mal in einen Kampf rein. Ne? Kapitel 2. Geht es um Schmuggler? Die wir entsprechend ausschalten müssen. Deshalb gucken wir uns das Ganze an. Okay, jetzt kommt nochmal die Übersicht, sein eigenes Team entsprechend. Also, wie ich schon sagte, sehr Ähnlichkeit mit XCOM. Auch hier dann später wird auch nochmal freigeschaltet. Genau, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ursprung soll das dann eigentlich eher Richtung PvP sein, also wirklich PvP. Bloß man hatte eben diese Einführungsgeschichten und Kapitel und so weiter, dass man erstmal im PvE halt startet. Die Ladezeiten sind relativ lang, finde ich. Auch am Start des Spiels tatsächlich habe ich gedacht, hat er sich jetzt aufgehangen? Nein, hat er nicht. Das dauert tatsächlich etwas länger. Wir reden hier überwiegend von 10 GB, wenn ich mich recht erinnere, die runtergeladen werden per Client. So, dann mit der linken Taste, Maustaste kann man wunderbar hier bewegen. Mit der rechten Maustaste drehen, das übliche, und mit Mausrad rein oder rauszoomen. Es geht natürlich auch so.
So, wir müssen dahin. Da soll ich die Gegner vernichten. Gucken wir uns mal das Wasser mal an. Also das ist, also ich habe es wirklich auf Max gestellt, die Grafik. Das ist so, sieht das gar nicht mal von oben schön glänzend und sieht das ganz gut aus. Wir wollen ja so ein bisschen in die Details reingehen und gucken, ne? Nicht nur das Gameplay, sondern auch mal so ein bisschen die Details. Sich das Ganze mal angucken. Okay, weiter geht's nicht. Runter. Also das Scrollen natürlich. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir unseren ersten. Also hier sieht man auch gleich mal wieder den Schutz und so weiter. Also ich wiederhole das gerne nochmal, ähnlich wie XCOM an. Rechte Maustaste. Wenn das funktioniert. Augenblick. I'm on it. Ja, rechte Maustaste. Wird aber entsprechend im ersten Dings erklärt. Achso, das war ich jetzt aus Versehen. Das ist das Weiteste, was man rauszoomen kann. Yes, Commander. Auch gleich mal angezeigt mit dem Schutz. Showtime. So, den Scharfschützen wollen wir mal ein bisschen Yes, sir. finden lassen. So, jetzt schauen wir mal. Wir werden mal Showtime. kleinen Überblick. Ich werde mal den Schaff. Ah, scheiße. Ich laufe direkt rein. Another enemy of our society. Who's there? Delivery for John Doe. They're not ours. Warn the others. Okay, also die anderen waren. Das macht er jetzt auch. Das war jetzt auch ein Fehler. Yes, Commander. Mal versuchen zu flankieren. Ja, okay. Das könnte gleich schief gehen. Showtime. Da haben wir so keinen Schutz. I'm on it. Okay, da ist einer. I'm dying here. We're coming. Getroffen. Hold tight. Genau, also das Beobachten, wenn man draufklickt und der kommt in die Schusslinie, dann wird geschossen.
Also, ähnlich wie, ich wiederhole immer wieder, ne, wie XCOM. So, also ansichtsmäßig, okay. Crit-Chance Schaden 3 und Genauigkeit liegt bei 53%. Ich habe natürlich keine Medipack eingesteckt bei der Übersicht, habe ich aber welche gekauft gehabt. Natürlich ein bisschen blöd. Yes, Commander. Affirmative. Mal gucken, was passiert, wenn ich jemanden oben am Turm platziere, auf den Turm platziere. Okay, klettert da ganz normal hoch, sehr schön. Enemy sighted. I'm on it. Okay, genau, ich kriege bei 0%. Dementsprechend lohnt sich das jetzt hier nicht zu feuern. Lassen wir ihn mal auf Beobachtung stehen. Looks doable. Damit wir keine Überraschung erleben. Feels like old times. Okay, die Granaten, die gehen leider irgendwie nicht so weit. Wir haben eine 69%ige Chance, Genauigkeit, mit Crit 12%, Schaden 3. Mir fehlt so ein bisschen Bewegung in den Bäumen. So ein bisschen Atmosphäre. So ein wenig. So, du gehst mal auf Beobachtungskurs. Du stehst ja ganz gut da oben. Yes. So, wir versuchen jetzt hier reinzukommen. Not a problem. Wir haben ja Deckung. Oben deckt da und da ab das Ganze, falls jemand angerannt kommt. Von irgendeiner Seite, die ich jetzt nicht erwarte.
Fine. Scharfschützen lassen wir mal auch auf Beobachtungsposten. Right. Enemy sighted. Turn around, and there won't be any trouble. Waste them! Shut up. I wish I could. As if something else would have happened. Also man sieht doch ganz gut, man kann auch in den Häusern. Sprich, man kann die auch wegsprengen dann. Also die sind alle entsprechend mit Granaten, kann man die weghauen. Tatsächlich. Um halt einen Vorteil, sich halt zu ergattern. Müssen wir nur mal gucken, ob wir irgendwo Schutz bekommen. I'll do my best. Yes, sir. Keine Sicht. Autsch. Das meine ich mit einem kleinen Vorteil. Gucken, wie die Granaten so einschlagen. Mal gucken, ob die Bäume fallen oder ob da irgendwas passiert. Ja, okay. Also der Schutz hier ist weg im Endeffekt. Hat keinen Schutz mehr. Also nur ein bisschen Schutz, also hat er nur noch einen so einen. Doesn't look hard. Enemy sighted. Okay, Scharfschütze. 80%. Kriegt 15% Wahrscheinlichkeit. Schaden 3. 3 Balken. Und schon ist er weg.
I'm on it. All right. So. Und dementsprechend mal gucken, dass wir da unbeschadet. Da reinkommen. On my way. Beobachtung. Doesn't look hard. On my way. Die übliche Taktik. Bei einem Zugriff. Will do. I'm on it. We've got company. Okay, wir haben da hinten dementsprechend Feinde. Müssen wir nur mal gucken. Ja, okay. Dass man hier dementsprechend flankiert. Affirmative. Enemy sighted. Oh, jetzt gleich zwei. %. Und aber getroffen. Ich dachte gerade, ist abgestürzt. Yes, sir. I'm on it. Könnte wetten, das Auto geht in die Luft, wenn man drauf schießt. Das ist ein LKW. Ready.
Ready for action. Ich lade mal komplett nach. Ready. Über 49%. Daneben. I can do that. Getting hot in here. Okay, war Fehlschlag. Bin mal gespannt, ob das Auto mit hochgeht. Barrier is clear. Okay. Nicht so erwartet mit den Effekten. So, jetzt haben wir dementsprechend, also mein Level dementsprechend auch. Bekommen wir jetzt $3000 und Splittergranaten. Und so wie es aussieht, leveln die ja auch mit. Da heilen wir mal kurz. Kapitel 3, Objekt. Ein weiteres Objekt im vietnamesischen Dschungel abgestürzt. Dieses Objekt ist größer als die Objekte, die wir zuvor gesehen haben. Stellen Sie das... Okay. So. Ist aktuell gesperrt. Kann man nicht anklicken. Dementsprechend, man braucht Intel dafür. 0 von 15 habe ich. Und man sammelt Intel, indem man dann die täglichen Aufgaben macht oder eben halt die normalen Quests und so weiter macht. Und dann kommt dann auch diese PvP-Geschichte. Wenn ihr da mehr sehen wollt, hinterlasst einen Kommentar, like dementsprechend, wenn ihr wirklich mehr sehen wollt, nicht nur die entsprechenden PvE-Missionen, sondern auch so Richtung PvP. Dann werde ich das entsprechend so weit spielen, dass ich auch PvP machen kann. Ich werde zwischenzeitlich das mal spielen, mal gucken. Vielleicht auch sogar auf Stream mal eine Runde, auf Twitch streamen. Allerdings hat Twitch das Spiel noch nicht dran. Ich weiß gar nicht, was ich da auswählen soll. Aber, na gut. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, dann von diesem Game, dann kommentiert das entsprechend und liked entsprechend, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da, um alles auf den neuesten Stand zu sein. Da auch, wenn ich streame auf Twitch, gleichzeitig auch auf YouTube gestreamt wird. So, den Link für das Spiel werde ich euch dementsprechend unten in den Kommentaren reinsetzen. Nicht in den Kommentaren, in der Beschreibung reinsetzen. Und da könnt ihr mal selber vielleicht schauen, dementsprechend, ob sich das lohnt für euch. Das sind immerhin 10 GB, die man runterlädt. Da ist scheinbar sehr viel hinter. Oder die Dateien sind nur einfach so groß und das nicht richtig so ganz komprimiert. Das kann natürlich auch sein, weil wenn ich runterlade und ich sehe, was da runtergeladen wird, dann sieht es mir nicht nach einer Komprimierung aus. Mal schauen. So. Also, dann danke ich auf jeden Fall fürs Gucken. Und ich erwarte eure Kommentare dazu. Also, dann bis dann.